Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, Brennholz ist im Hintergrund. Bestes Brennholzwetter, ne? Mitten im Sommer. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Das steht schon mal fest. Und weil der Haufen ja auch irgendwann mal weg muss und ich noch diese Woche Urlaub habe, ja, da muss das jetzt einfach mal geschehen. Also, ja, habe ich hier schon ein bisschen angefangen. Eigentlich wollte ich nur mal schnell, ich muss hier an die Sträucher ran, das ist mein Problem. Weil die müssen zur Entsorgung, das heißt, die Sträucher müssen entsorgt werden. Ich habe hier auch noch Alba liegen, das ist ja von diesem Heckenscherentest, das ist mittlerweile schon ganz verwelkt, weil es ja auch schon lange her ist. Guck, und ich habe noch meine Hecke geschnitten und Gedönse und nun muss das da weg und ich kam noch nicht ran, weil alles voller Holz lag. Das ist so die kleine Vorgeschichte. Also habe ich gedacht, okay, dann sägst du jetzt mal schnell hier einen Gang rein. Und das habe ich jetzt auch gemacht, also sprich, eine Kiste ist jetzt schon voll. Und da habe ich gedacht, weißt du was, wenn du eh schon hierbei bist, dann kannst du den Rest auch schnell wegsägen. Genau, Sägen und Spalten vor allen Dingen. Also hier ist ja ein Treckeranhänger voll gewesen. Und da vorne liegt auch nochmal ein Treckeranhänger voll. Also habe ich ein bisschen was zu tun. Ich habe die dickeren Stücke schon durchgesägt, hier auf einen Haufen geworfen. Das muss natürlich alles noch gespalten werden. Und das kleine, dieses dünne Zeug, wird natürlich alles gesägt in die Kiste reingeworfen. Ich hatte letztes Jahr hier noch so einen Abstandhalter mir dran getüdelt, aber der ist dann krumm gebogen und hat sich als nicht so geil erwiesen. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, also mache ich das Ganze jetzt frei Schnauze aktuell. Ja, was heißt frei Schnauze? Ich weiß, dass das hier genau 50 cm sind, weil meine Heizung kann ja 50 cm Stücke fassen. Deswegen sind das genau 50 cm, das weiß ich. Und dann kann man natürlich augenmaßmäßig ungefähr bis hierhin sind dann auch 50 cm. Mir ist es aber lieber, ich habe ein bisschen kürzere Stücke als zu lange. Das heißt, ich habe ja auch mal sowas dazwischen. Das stört mich aber nicht. Weil, das nimmt die Heizung genauso gut. Das ist mir egal, ich bin da eh nicht so der das Thema so genau nimmt mit den langen Stücken. Also ihr seht ja selber, wie unsere Stücke gesägt sind. Mal hast du hier, keine Ahnung, so ein Stück dabei. Und dann hast du dann auch mal wieder deutlich kürzere am Start. Ne? Wie man das hier so schön sieht, wenn man die nebeneinander wirft. Das ist einfach so, wir sägen das Ganze so, wie es kommt. Schmeißen das auf einen Haufen, der Förster rechnet uns das aus, fertig ist die Sache. Ne? Aber das kennt der von uns. Genau. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich säge jetzt mal ein bisschen. Ich wollte euch aber nur mal, weil ja auch immer wieder viele dazukommen an Abonnenten, herzlich willkommen. Euch übrigens auch, die neu dazugestoßenen. Ihr kennt das ja aus den letzten Jahren. Meine altbewährte Elektra Beckum BW 750, sprich 750er Sägeblatt. Und das Blatt ist auch letztes oder vorletztes Jahr geschärft worden, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und das ist nämlich kein hartmetallbestücktes Blatt. Ganz normales, stumpfes Sägeblatt. Tut aber, stumpfes im wahrsten, also nee, ist jetzt scharf, aber war mal stumpf. Also hat kein Hartmetall-Sägeblatt, nichts Teures. War da drauf, habe ich vor langer, langer Zeit mal gebraucht, gekauft das Ding. Und funktioniert tadellos. Einzige, was mal kaputt gegangen ist, ist der Schalter. Da hat der Elektriker aus dem Ort hier mir einen neuen Schalter rangebaut. Mit dem Ende Kabel dran. Früher war das ein Stecker, war der Stecker hier unten drunter. Ging aber nicht, weil das ist nämlich so ein ganz spezieller Schalter. Da muss man auch drauf achten, wenn man den austauscht. Wenn jetzt, die Sicherung rausfliegt. Ja, die Säge ist am Laufen, die Sicherung fliegt raus. Dann springt der Schalter automatisch auf aus. Das heißt, wenn ich jetzt vorne die Sicherung wieder reinmache, dann läuft die Säge nicht von selbst wieder an. Das ist ja natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Man muss sich mal vorstellen, die Sicherung fliegt raus. Ja? Ich denke, was ist mit der Säge? Bin hier am Blatt am Fummeln. Meine Frau geht hinten wieder rein, macht die Sicherung rein und ich habe meine Hand im Sägeblatt. Das geht natürlich gar nicht. Deswegen ist hier so ein spezieller Kasten dran, der halt auch so eine spezielle Sicherung hat. Kostet auch einen Taler, ist einfach so. Die Reparatur ist nicht günstig gewesen. Aber safety first. Ne? Das nur dazu. Ansonsten hat die Säge eigentlich keine Probleme gemacht bis jetzt. Die ist Baujahr Anfang der 90er und hat die Besonderheit, dass hier ein Kegelspalter verbaut ist. Kennen wahrscheinlich auch die wenigsten. Die wenigsten eigentlich nur in Verbindung mit der Säge. Also eigentlich eine durchgehende Welle. Hier ist ein Kegelspalter verbaut, der das Holz aufspreizt. Kann ich euch gleich mal zeigen. Und auf der anderen Seite halt das Sägeblatt. Diese Sägen, die gibt es so auch nicht mehr zu kaufen. Zumindest nicht mehr neu. Gebraucht, klar, aber nicht mehr neu. Ist auch damals so richtig gebaut worden, original. Ne? Kann man hier auch schon lesen. Halt genauso, wie es original ist. Das ist nicht irgendwie dran gebaut oder sowas.
Das ist alles so, auch wenn es heute, ich glaube, so nicht mehr zugelassen ist oder nicht mehr zugelassen wird. Das ist ja wahrscheinlich wohl noch Altbestände, denke ich mal, aber neue Sägen wird es so nicht mehr zu kaufen geben. Deswegen sind die Dinger eigentlich auch relativ begehrt, finden viele richtig geil. Ist auch eine feine Sache. Ich arbeite da aber tatsächlich nicht so gerne mit. Ihr seht ja, das kann ich auch astral durch den Kegelspalter jagen, aber das mache ich nicht so gerne, weil so ein Ding auch tatsächlich mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, also das habe ich auch schon gehabt. Dann haut man sein Holz hier rein, das verdreht, dann klemmt das hier unten drunter, dann fängt das an zu brennen, also an zu qualmen, und dann kriegt man den Scheiß da nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon Holz rausoperiert habe. Das ist ist immer so, wenn da ein bisschen Ast mit drin ist und so. Also ist nicht so die. Kann man machen, ja. Man muss sich das Holz genau angucken, wie man es da reinschiebt. Aber ich finde einen normalen Spalter einfach schöner. Ist einfach so. Genau. Und sonst gibt es eigentlich zu der Säge nichts zu sagen. 750er Sägeblatt, wie gesagt. Hat einen sehr, sehr starken Kraftstrommotor. Wie viel Kilowatt das Ding jetzt hat, kann ich gar nicht so genau sagen. Ist auf jeden Fall 16 Ampere abgesichert. Aber ich glaube, irgendwas mit 7,5 kW oder so, also hat schon Leistung, der Motor. Warum ich nicht Sebastians Säge nehme? Sebastian hat ja eine mit hinter dem Trecker. Ganz einfach, weil ich diese hier habe und die funktioniert tadellos. Und Sebastian seine steht bei ihm, da musste man erst mit dem Trecker die Säge holen. In der Zeit habe ich schon einen Kubikmeter Holz gesägt, deswegen nehme ich die. Und weil die auch echt von der Handhabung schön ist, hat man nichts mit irgendwelchen Schutzhauben zu tun. Um Gottes Willen, das ist bestimmt alles cool und so, aber zum Arbeiten natürlich erstmal. Einzige, was hier nicht ist, diese Kralle. Die hat Sebastian hier dran, so eine Kralle, die das Holz halt festhält. Ne, das ist geil, das wäre hier nochmal so eine schöne Nachrüstlösung. Hat die jetzt nicht, aber nun gut. Man muss halt so ein bisschen das Ganze mit Vorsicht genießen, wie das eigentlich immer bei Kreissägen ist. Ne? Genug gesammelt, ich wollte euch das Ding nur noch mal kurz zeigen, in Anführungsstrichen kurz, weil, wie gesagt, ja immer wieder viele dazukommen. Also, ich würde sagen, ich säge mal ein bisschen, schaffe mal ein bisschen und zeige euch gleich mal kurz den Kegelspalter. Hab mir jetzt eine neue Gitterbox hier hingestellt. Warum stelle ich die nicht gleich daneben und schmeiße das direkt da rein? Hat den folgenden Grund, dass ich mir die immer so hinstelle, dass ich die mit dem Trecker möglichst leicht wegziehen kann. So, und jetzt habe ich ja das super clever gelöst, dass mein Hubgerüst hinter dem Holz liegt. Ja, Fachmann 3000, aber ist eben so, ich hatte auch keinen Platz, ne, zu meiner Verteidigung. Damals musste halt irgendwo hin, weil das Ding hier mitten auf dem Weg, auf dem Rasen stand, die Platte. Und ja, ihr kennt das Spiel. Ihr wisst das ja, wie das hier aussieht. So, deswegen habe ich aber ja Gott sei Dank Frontlader mit Palettengabel am Start. Da muss der Frontlader das eben halt regeln. Ist eben so, kann er ja auch gut. Genau, auf jeden Fall habe ich die Kisten so angeordnet, aus der Puste, so angeordnet, dass ich mit dem Frontlader möglichst gut oder mit dem Trecker möglichst gut die Kisten erreichen kann. Und deswegen mache ich das erst in die Karre rein und von da aus da rein. Das ist halt ein Schritt mehr, einmal mehr in die Hand nehmen. Aber das ist nicht so schlimm, das überlebe ich, kein Problem. Also würde ich sagen, Gehörschutz auf, ganz wichtig. Und was ich echt empfehlen kann tatsächlich, Gehörschutz mit Radio drin. Richtig geil. Gibt es in der Form heute nicht mehr zu kaufen. Heute haben die keine Antennen mehr. Kostet, weiß ich gar nicht, 70 Euro? Keine Ahnung. Unten in der Beschreibung verlinkt auf jeden Fall die Dinger von Peltor 3M. Kann ich echt empfehlen. Super geil. Gibt es auch mit MP3-Funktion und Bluetooth und Gedöns. Allerdings dann nicht von 3M oder nicht von Peltor. Die will ich aber auch nochmal ausprobieren. Die Kopfhörer, die will ich mir mal kaufen. Vielleicht hat einer von euch ja die Dinger und ihr könnt mir die Erfahrung mal schildern. Wie gesagt, ich möchte die gerne auch mal ausprobieren. Gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt die Säge an und dann sägen wir mal los. Gehörschutz!
Guck, ihr habt gesehen, das läuft ganz gut mit dem Spalter und der Säge. Ja, die Säge knallt echt einen weg. Ihr habt gesehen, Kegelspalter funktioniert auch tadellos. Nur ist das allerdings auch Vorzeigeholz, muss ich ehrlich dazu sagen. Wenn man jetzt Eiche hat, also das ist alles Buche, 100% Buche hier. Wenn ich jetzt Eiche habe, dann sieht das schon anders aus, weil das ja faserig ist. Da muss man immer ziehen und machen und tun. Habe ich so ein kleines Beil dabei und haue dann die kleinen Fasern noch kaputt. Birke sind wir ätzen mit der Rinde rum zu, weißt du, so eine Geschichten hast du dann halt. Ne? Aber das hier, das ja, spaltet sich natürlich tadellos. Da gibt es natürlich nichts. Ich habe jetzt aber auch bewusst zum Beispiel diese Zwille da, habe ich jetzt bewusst nicht genommen. Das würde auch funktionieren, bei Buche kann man das tatsächlich machen. Aber ja, es ist halt mit Vorsicht zu genießen. Ich sage das lieber, also es funktioniert richtig, also es funktioniert richtig gut hier zum Beispiel, aber es kann auch anders laufen. Aber dafür, ich verlinke euch mal so ein Video hier oben, wo ich dann mal ein bisschen Eiche damit mache. Ich glaube, dann kann man das auch gut sehen. Genau, das dazu. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal alleine weiter, sonst wird es langweilig und dann sehen wir uns gleich wieder. Marian, Max und Ralf, vielen lieben Dank euch dreien. Ihr habt mir aus meiner Amazon-Wunschliste diesen Gleithammer, heißt er glaube ich, ne? Spendiert. Und der hat solche, ja, so Haken dran, also so Haken, die man halt irgendwo hinterhängen kann oder was weiß ich, ne? Also in sämtlichen Größen. Das ist alles dabei, Kette und so. Richtig cool. Da kannst du dann sozusagen, kannst du dann irgendwelche Bolzen, die du nicht lose kriegst, damit abschlagen oder sowas. Total cool. Vielen lieben Dank euch drei. Kam nämlich gerade mit der Post. Ist nämlich ein neuer Tag übrigens. Und dann kann ich gleich mal kurz zeigen, wie weit ich jetzt gestern gekommen bin. Ist doch schon ein ganzer Haufen geworden, der noch zu spalten ist. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und ich bin noch gar nicht fertig. Also ich habe bis jetzt 4 Kisten voll gesägt. Und ja, hier muss ich noch sägen. Das, hier ist natürlich auch noch allerhand dabei, was noch spaltbares Material ist, was noch auf Länge gesägt werden muss. Alles mit der Wippsäge zersägt, richtig gut. Ja, das muss ich heute gleich nochmal zu Ende machen, das Ganze. Aber ich will erstmal mir ein bisschen Platz verschaffen. Das heißt, Trecker raus und dann mit dem Frontlader erstmal die Kisten am Zaun stellen. Und dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Jo, die Reifen sind immer noch die schmalen. Das ändert sich auch so schnell nicht, weil die ja erst lackiert werden müssen. Ich hatte die ja abgebaut schon. Natürlich gleich beide. Weil ich habe nämlich einen Kumpel, der hat einen Schmalspur 633. Und da wollte er gerne wissen, ob die breiten Reifen da vorne drauf passen, weil die ja immer so kipplig sind. Und er hat jetzt Zwillingsreifen vorne drauf. Gefällt ihm aber nicht so und deswegen hat er mal mich gefragt und da habe ich einen Reifen abgebaut, um den mal an seinen dran zu stecken. Und da habe ich natürlich gleich beide abgebaut, weil die müssen eh lackiert werden. Ich kann euch mal ein Bild einblenden von dem Schmalspur-Trecker, wenn er die breiten Reifen drauf hat. Sieht voll cool aus. Und ja, einige schrieben ja auch, ja, die mögen ja das Originale lieber leiden. Andere schrieben, ja, okay, erstmal ungewohnt wieder mit den schmalen Rädern. Ich finde es tatsächlich auch schicker mittlerweile mit den breiten, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall erstmal schwarz und rund und rollen, das ist das Wichtigste. Ja. Und dann da hoch. Angepickt werden. Das ist natürlich von der Perspektive hier vom Fahrer aus ja nicht so gut zu sehen, da muss man immer so ein bisschen gucken. Oh Mann, jetzt. Ja, jetzt passt es. Das ist jetzt eine volle Kiste Buche. Also ich glaube, die wiegt bestimmt, weiß nicht, aber 1,2 Raummeter. Ich weiß nicht, was Buche wiegt, auf jeden Fall ist die auch nass. Also die hat richtig Gewicht. Das merke ich auch am Frontlader. Der ist an seiner Grenze quasi angekommen, kann man sagen.
Normalerweise würde ich das jetzt mit dem Hubgerüst machen. Aber das ist leider da hinten eingebaut. Und normalerweise würde ich natürlich auch ein Heckgewicht anklemmen, aber ich habe leider noch keins. Ich muss noch was bauen. Also eins nach dem anderen. Deswegen muss das jetzt erstmal so gehen. Alle stehen jetzt in Reihe und Glied. Ich habe hier wieder ein bisschen Platz. Kommt natürlich jetzt auch schon wieder gleich die nächste Kiste hin. Und dann sehe ich den Rest nochmal fertig. Ja, wie gesagt, er hat jetzt leider aktuell noch kein Heckgewicht, aber das kommt auch noch. Ja, aber mehr kann er auch tatsächlich dann nicht heben. Also die Kiste, die kann er auch nur mit, also klar, das erste Stück geht so auf Standgas, aber danach musst du halt Gas geben. Dann merkst du halt schon, dass das Gewicht hat, ne? Ich meine, klar, die Gabel wiegt natürlich was, die hydraulische Geräte, der Adapter hier, der Euro-Adapter wiegt 60 Kilo, glaube ich, die Hydraulikgeschichte wiegt 40, ich weiß nicht, was die Gabel wiegt, aber die hat auch noch ein paar Kilo. Das Ganze natürlich auf dem Arm, dann noch so eine Buchenkiste da dran, das ist natürlich auch Gewicht, ne? Ist natürlich ganz klar. Ja, aber wie gesagt, ich kriege bald sein Heckgewicht und dann sieht das Ganze anders aus. Ja, gut. Dann wollte ich noch irgendwas sagen. Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten oder eines der nächsten Videos beim Spalter wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.